Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal im schönen Stuttgart unterwegs. So langsam ist der Frühling in die City gekommen und ich dachte, ich zeige dir einfach mal, wie du ein paar schöne Frühlingsaufnahmen direkt mitten in der Stadt machen kannst und die Stadt dabei auch noch mit einfangen kannst. Ich habe mir heute selber drei Challenges gesetzt. Und zwar die erste ist, ich fotografiere ausschließlich mit dem Sigma 35, also eine reine Festbrennweite. Die zweite ist, auf jedem Foto muss die City erkennbar sein oder muss zumindest erkennbar sein, dass wir in der Stadt sind. Und das dritte, auf jedem Foto muss was Blühendes oder eine Pflanze oder irgendwas zu sehen sein, weil wir haben ja schließlich Frühling. Also ich weiß selber noch nicht so genau, was mich erwartet. Ich gehe jetzt einfach mal los und guck mal, was mir so vor die Linse springt. Ich muss mich auch ein bisschen sputen, weil die Sonne hat sich tatsächlich auch schon verabschiedet. Ich bin relativ spät dran. Am Ende des Videos zeige ich dir natürlich die Ergebnisse, bleib also auf jeden Fall dran. Und dann ziehe ich mal los. Bis gleich. Wenn du in einer Stadt wie zum Beispiel jetzt hier in Stuttgart unterwegs bist und du möchtest Blumen fotografieren, dann schau natürlich erstmal, wo Blumen zu finden sind, also sprich in Parks oder in Grünanlagen. In Stuttgart findest du rund um den Schlossplatz zum Beispiel jede Menge Grün. Ich habe mir ja heute selber die Aufgabe auferlegt, nur Fotos zu machen, auf denen ich Blumen und die Stadt gleichzeitig sehen kann. Das heißt, ich fotografiere heute sehr viel von unten, damit ich nachher auch wirklich beides im Foto habe. Bei der Sony A7 III hilft mir da ein ausklappbarer Monitor, aber trotzdem muss man natürlich in die Knie gehen. Die zusätzliche Schwierigkeit heute ist auch noch, dass das Licht nicht optimal ist. Ich bin sehr spät dran, kurz vor Sonnenuntergang und ja, der Tag ist doch relativ grau. Das heißt, ich muss versuchen, mit dem Licht heute auch noch umzugehen. Dazu habe ich die Blende sehr weit geöffnet und das führt eben wiederum dazu, dass es im Hinter- oder im Vordergrund eben sehr unscharf wird. Eine Challenge ist perfekt, um mal den Blick zu schärfen und ganz bewusst auf Dinge zu achten. So war mir zum Beispiel nicht bewusst, wie viele Blumen tatsächlich in Stuttgart in der Innenstadt gepflanzt sind. Und ich habe noch anderes Interessantes entdeckt. Also wer sich an Sportfotografie ausprobieren will, ist hier genau richtig. Aber da brauche ich mir jetzt echt ein Teleobjektiv. Ich darf ja nur mit 35 mm. Manchmal wird man an einem grauen Tag doch noch überrascht und erwischt kurz vor Ende noch ein paar letzte Sonnenstrahlen, so wie hier. Und wenn du so einen Moment hast, dann versuche mit dem Gegenlicht zu spielen und gegen die Sonne zu fotografieren. Das kann super schöne Effekte geben. Ich versuche mal, die vielen Menschen nicht aufs Foto zu kriegen, indem ich einfach mit der Kamera ein bisschen niedriger gehe und die Menschen von den Blumen verdecken lasse. Vielleicht klappt das ja. Die gelben Busse von Stuttgart. Eins unserer Wahrzeichen irgendwie. Wenn man sich so eine Challenge setzt, dann sieht man seine Stadt plötzlich mit ganz anderen Augen. Und die Challenge kann ja auch ganz anders aussehen. Man kann ja auch sagen, ich fotografiere heute zum Beispiel nur Tiere in der Stadt oder Menschen. Kleiner Tipp an mich selbst und auch für dich. Wenn du dich viel bücken musst beim Fotografieren, dann nimm wenig Gepäck mit. Das geht auf den Rücken. Das war auf jeden Fall nicht meine letzte Challenge und ich überlege mir schon, was ich beim nächsten Mal machen kann. Oder du stellst mir eine Aufgabe und schreibst es mir in die Kommentare. So, die Sonne hat sich verabschiedet. Ich habe alle Fotos im Kasten, die ich haben wollte, zumindest glaube ich das. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, werde die Fotos entwickeln und zeige sie dir auch gleich im Anschluss. Ich fand es auf jeden Fall extrem spannend, mal heute was Neues auszuprobieren und zu sagen, okay, ich fotografiere heute nur ein bestimmtes Thema. Also wie heute zum Beispiel, die City muss immer im Bild sein, es müssen immer Blumen im Bild sein und sich zu limitieren auf nur ein bestimmtes Objektiv. Das macht es extrem spannend. Auch ein bisschen challenging, habe ich heute auch gemerkt, ja.
Also man limitiert sich selber, aber dadurch ist man halt auch gezwungen, ganz andere Perspektiven und Blickwinkel irgendwie zu finden. Das macht extrem viel Spaß. Vielleicht hast du auch Lust mal auf so eine Challenge, dann probier das gerne mal. Kann alles Mögliche sein. Du kannst ja auch mal sagen, okay, ich fotografiere heute nur eine bestimmte Farbe, rot oder grün oder was auch immer. Oder bestimmte Gebäude. Also sei auf jeden Fall da mal kreativ. Vielleicht hast du auch nochmal eine Challenge für mich. Dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare rein und vielleicht mache ich das dann in einem der nächsten Videos. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren deiner Challenge, welche auch immer das ist. Und sage bis zum nächsten Mal.